Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute gibt es mal wieder eine Yin- und Yang-Klasse und zwar nochmal so eine Polaritäten-Klasse. Ihr kennt die ja schon, wenn ihr mir länger folgt. Das heißt, wir machen zuerst einen Yang-Ablauf und danach das gleiche nochmal in Yin. Normalerweise machen wir dann in den Klassen es so, dass sich die einzelnen Posen abwechseln, ne? Dass ich also erst eine Yang-orientierte Durchführung der einzelnen Pose mache und dann eine Yin-orientierte. Diesmal machen wir das aber so, denn wir wollen uns an den Sonnengrüßen orientieren, dass wir erst einen Yang-orientierten Durchlauf der an Shivananda angelehnten Sonnengrußreihe machen und danach das gleiche nochmal in einer Yin-Variation. Also, das heißt, hole deine Hilfsmittel, mit denen du dich am liebsten umgibst in einer Yin-Yoga-Klasse. Das heißt also sehr gerne Blöcke, ne? Also die sind ja nie verkehrt. Wenn du hast, auch gerne ein Bolster oder eben feste Kissen, das, was du parat hast und mit dem du auch gewohnt bist zu üben. Gut. Und dann legen wir auch schon los. Komm wie immer zuerst auf deine Decke oder dein Kissen, so dass du ganz in Ruhe dich erstmal erden kannst hier auf dem Platz, wo du jetzt übst. Vielleicht hast du einen Arbeitstag bereits hinter dir oder schon irgendwelche anderen Aktivitäten, no, dann ist es immer ganz gut, wenn wir uns wirklich ganz bewusst Zeit nehmen, im Hier und Jetzt auf unserer Matte anzukommen. Und dann möchte ich dich einladen, wenn das für dich in Ordnung ist, auch die Augen zu schließen, no, sodass du ganz wirklich nach innen schauen kannst. Wenn es nichts für dich ist, dann schau einfach auf einen Punkt vor dir, der sich nicht bewegt und dann ist es genauso gut. Okay, für was auch immer du dich entschieden hast und auch egal, ob du im Schneidersitz sitzt, im Fersen sitzt oder vielleicht sogar auf einem Stuhl begonnen hast, dich hier einzufinden, spür jetzt erstmal, wie es gerade ist, zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Körper zu sein. Spür den Kontakt deines Körpers zur Unterlage, je nachdem, wie du jetzt sitzt, fühlt es sich selbstverständlich unterschiedlich an. Erlaube dir, Gewicht abzugeben. Und spür mal in deine Füße, deine Unterschenkel, Oberschenkel, Becken und Gesäß. Und dann auch in deine Wirbelsäule, wie sie jetzt hier aufgerichtet ist, egal wie du sitzt. Wie dein Kopf mühevoll auf der Wirbelsäule thront. Erlaube deinen Schultern Richtung Boden zu sinken. Spür vielleicht die Hände auf deinen Oberschenkel oder Knien, die Wärme, die sich ergibt. Spür deine Arme und dann in deine Körpervorderseite, die durch deinen Atem bewegt wird.
Nimm deine Ein- und Ausatmung wahr. Beobachte einfach einen Augenblick. Folge deinem Atem durch die Nase ein, dann wie er sich im Körper verteilt und wie er dann durch die Nase auch wieder austritt. Und dann finde deinen Atemrhythmus, der für dich heute gut ist. Du kannst entweder Ein- und Ausatmen gleich halten. Oder wenn du dein Nervensystem beruhigen möchtest, weil du vielleicht schon heute Stress hattest oder gleich ins Bett gehen möchtest, dann verlängere doch im Verhältnis zur Einatmung deine Ausatmung ein wenig. Wir werden immer wieder während der Praxis auf diese Atemtechnik zurückkommen. Entweder gleich lange ein- und ausatmen oder verlängerte Ausatmung. Wenn du die Augen geschlossen hattest, kannst du sie jetzt langsam öffnen. Und dann mobilisieren wir nur ganz kurz ein wenig die Schultern, indem wir sie kreisen. Einfach ein paar Mal. In beide Richtungen. Na, schau mal, wie sich das für dich gut anfühlt. Einfach noch so ein bisschen den Körper vorbereiten. Nimm auch mal für einen Augenblick die Fußsohlen zusammen. Also falls du jetzt im Fersensitz gesessen hast, setz dich mal kurz mit den Füßen nach vorne, bring die Fußsohlen zusammen. Falls du auf dem Stuhl begonnen hast und es für dich in Ordnung ist, setz dich doch kurz noch auf den Boden. Und dann nehmen wir die Hände an die Füße und schlagen mit den Knien so leicht rauf und runter, so wie Schmetterlingsflügel, um ein wenig auch hier Beine und die Hüfte aufzuwärmen, schon mal ein wenig Prana in unseren Körper zu bringen. Super, Beine kurz ausstrecken und auch hier nochmal ausschütteln. Füße aufstellen, ziemlich breit, kurz Scheibenwischer machen nach rechts und nach links. Auch hier richtig groß, sodass die Hüfte vom Boden jeweils wegkommt. Stütz dich hinten auf, sodass du dich ein bisschen nach vorne drückst. Dann war auch also eine leichte Rückbeuge, aktivieren wir auch noch so ein paar Muskeln. Super! Und dann komm auf deine Art und Weise jetzt ins Stehen an den Anfang deiner Matte. Wir beginnen mit der Yang-Version dieses angepassten Shivananda-Sonnengrußes. Nimm einatmend die Arme über die Seite nach oben, zieh dich lang Richtung Decke und dann kommst du mit dem Ausatmen Richtung Boden. Du kannst die Hände sinken lassen auf den Boden, also Fingerspitzen, kurz in die stehende Vorwärtsbeuge, Beine können gebeugt sein und dann im Einatmen die Hände an die Unterschenkel oder auf die Knie, mach den Rücken lang, halbe Vorwärtsbeuge, Knie können weiterhin auch gebeugt sein, dann bring die Hände
Wieder Richtung Boden steigt mit dem rechten Fuß zurück. Knie kommt auf die Matte. Ich muss ein bisschen wegen meinen Haaren aufpassen, dass ich nicht zu sehr mein Mikro hier ankruschel. Also bleib kurz hier. Bring dann den linken Fuß zurück. Einfach in den Vierfüßlerstand. Wir machen eine angepasste Version. Und dann schieb dich langsam zurück in den herabschauenden Hund. Und da das der erste Hund ist, gehen wir mal her und führen den kurz spazieren. Ich glaube, ich habe das Mikrofon sehr suboptimal festgemacht. Ich werde das gleich ändern. Und dann wandere mit den Händen zurück zu den Füßen. Und dann nimm die Füße weiter auseinander. Zehen zeigen nach außen. Komm tief mit dem Po in die tiefe Hocke. Jetzt mal gleich gucken, wie ich das anders mache. In die tiefe Hocke. Na, nimm die, wenn du magst, nimm die Ellbogen innen an die Knie. Bring die Hände zusammen. Wenn du sagst, das ist dir zu intensiv, setz dich bitte ab. Bring die Fußsohlen zusammen und halte die Füße. Na, wieder in Baddha Konasana, der Schmetterlingshaltung, wie wir sie gerade schon hatten. Na, je nachdem, wo du bist. Bleib einen Augenblick hier, komm dann aber schon wieder zurück, langsam nach oben. Bring die Füße zusammen, wandere nach vorne wieder in den herabschauenden Hund. Gerne, ne, wie du siehst, mit den Beinen gebeugt, langer Rücken. Bring die Knie zur Matte zurück und jetzt bringst du den rechten Fuß nach vorne. Kommst hier in den niedrigen Ausfallschritt. Bleib einen Augenblick hier. Komm dann auf die Zehen. Bring deinen rechten Fuß zurück in die Plank-Position. Halte entweder hier mit den Knien oben in dieser schrägen Ebene oder du bringst die Knie zum Boden und bleibst einen Augenblick hier. Schau mal, was dir besser gefällt. Und dann leg dich langsam am Boden ab. Bring die Hände entweder hier neben die Brust oder auch etwas weiter nach vorne, neben die Schultern. Roll die Ellbogen mit den Schulterblättern nach hinten und stoß dich in so eine kleine Kobra. Bleib auch hier einen Augenblick. Und dann stoß dich zurück in den Vierfüßlerstand. Nimm die Knie zusammen und setz dich einen Augenblick in den Fersensitz. Schließ die Augen, spür nach. Wie fühlt sich das jetzt an? Schon ein wenig bewegt, nicht schnell, aber eben aktiv. Die Muskeln benutzt. Und jetzt kommen wir zu unserer Yin-Variation. Natürlich ist am Anfang auch Bewegung dabei, aber alles, was vorher mit Muskelkraft gemacht wurde, machen wir jetzt möglichst ohne Anstrengung und wir verbleiben länger in den Posen. Das heißt, bring deine Hilfsmittel in Stellung und dann komm wieder auf deine Art und Weise an den Anfang der Matte. Wir machen jetzt das gleiche Bein vorne nochmal, also in die gleiche Reihenfolge. Einatmend, Arme nach oben, zieh dich lang. Ausatmen, komm tief.
Ne? Stehende Vorwärtsbeuge, gerne mit den Beinen gebeugt. Dann bring die Hände an die Unterschenkel, mach nochmal einen langen Rücken. Und jetzt kommen wir nochmal tief, aber wir bleiben jetzt hier passiv in dieser stehenden Vorwärtsbeuge. Und dazu kannst du jetzt entweder dir die Blöcke nehmen und zum Beispiel die Arme auf die Blöcke legen und ne, halten. Du kannst aber auch die Ellbogen so zusammennehmen, dich halten. Du kannst dich auch gerne ganz hängen lassen, wenn das für dich angenehm ist. Ne, dann lass ruhig hängen. Ansonsten, wie gesagt, kannst du die Blöcke nutzen. Oder du kannst auch sehr gerne hier das Bolster nutzen. Ne? Einfach so schräg aufstellen, auf der Höhe, wie es für dich passt. Kannst du den Kopf sogar auflegen und kannst wirklich ganz entspannt dich hängen lassen. Auch beim Bolster kann man natürlich hergehen und die Arme aufstützen auf dem Bolster. Finde jetzt mal deine Position für diese stehende Vorwärtsbeuge, die im Yin-Yoga Dengling heißt. Und bleib hier. Schau dich, dass sich dein Nacken entspannen kann. Nimm die Dehnung auf der Oberschenkelrückseite wahr. Kannst auch kleine Mikrobewegungen machen, wenn das für dich angenehm ist. Kannst ein wenig hin und her schaukeln. Und jetzt finden die wieder den Atemrhythmus, der für dich passt. Entweder gleichmäßig durch die Nase ein und aus oder du verlängerst den Ausatem im Verhältnis zum Einatmen. Und dann bereite dich langsam darauf vor, wieder aufzulösen. Schau mal, dass du ganz vorsichtig deine Hilfsmittel von der Matte rollst. Und dann nimm die Hände an die Matte, kannst die Beine sehr weit beugen gerne und bring deinen rechten Fuß zurück wieder in den Ausfallschritt. Und von hier bleiben wir jetzt in diesem Ausfallschritt. Und du kannst sehr gerne, wenn du ein Bolster hast, dir das Bolster hier an das rechte, an den rechten Oberschenkel legen, so dass du wirklich schön gestützt bist. Und wenn du dann Blöcke hast, kannst du dir die Blöcke wunderbar unter die Hände packen, entweder auf die höchste Stufe oder auf die zweithöchste Stufe. Schau mal, wie es dir damit geht. Du kannst auch hinten den Fuß auflegen, auf den Fußrücken, oder du lässt die Zehen aufgestellt. Schau mal auch hier, was sich jetzt besser anfühlt. Wenn du kein Bolster hast für unter den Oberschenkel, kannst du natürlich ein Kissen nehmen oder du kannst auch einen von den Blöcken hinlegen und dann den Block zum Beispiel an den verbleibenden Block an die Innenseite des Oberschenkels nehmen und dich so darauf abstützen, auf der Stufe oder auf der Stufe. Auch das ist selbstverständlich möglich. Finde wieder deine Position, die für dich passt. Und wenn du eingerichtet bist, dann finde wieder deinen Atemrhythmus. Entweder gleichmäßig
Einatmung und Ausatmung sind gleich lang. Oder du verlängerst die Ausatmung im Verhältnis zur Einatmung. Und dann bereite dich auch hier ganz langsam darauf vor, die Übung aufzulösen. Aktiviere die Bauchmuskeln, presse dein linkes rechtes Knie fest in die Matte, schieb dich zurück. Und räume auch hier nochmal die Hilfsmittel aus dem Weg. Bring dein linkes Bein wieder zurück, nimm das rechte Bein. Stell die Hände wieder auf, heb die Knie von der Matte und komm in einen herabschauenden Hund. Entweder bleibst du jetzt ein paar Atemzüge hier im Hund. Oder eben du bewegst nochmal nach diesem längeren Halten in dieser Drachenposition, wie der Low Lunge im Yin Yoga heißt. Nun beweg dich noch ein wenig hin und her. Und dann lauf wieder zurück mit den Händen zu den Füßen. Und jetzt bring wieder die Füße weiter auseinander. Und jetzt kommen wir noch mal in den tiefen Squat. Und hier kannst du dir jetzt überlegen, ob du in der gleichen Position bleibst, wenn das für dich angenehm war. Du kannst aber auch dir das Polster unter den Po schieben oder eben dich auf einen Block setzen und hier für Entlastung sorgen. Ist angenehmer für die Knie und auch wenn es sich generell für dich ansonsten eng und anstrengend anfühlt, dann setz dich gerne, wie gesagt, auf einen Block oder eben auf das Polster. Oder auch hier wieder die Alternative, komm in den Schmetterling, ne? Und halte aber ganz locker jetzt deine Füße, weil wir wollen ja im Yin-Yoga möglichst wenig Muskelanspannung nutzen. Deshalb ziehe dich jetzt nicht irgendwie zu sehr an den Füßen hoch. Einfach, man kann auch die Hände dann ganz einfach hängen lassen. Das ist auch eine ganz wunderbare Hüftöffnung und Dehnung der Adduktoren. Und egal, wo du jetzt bist, verbinde dich wieder mit deiner Atmung. Mit deiner Variation, die für dich heute passt. Und dann mach dich auch hier wieder bereit, die Übung aufzulösen. Das heißt, entweder bringst du die Füße hier so zusammen, wenn du in Baddha Konasana warst, oder du entfernst unter dem Po dein Hilfsmittel. Im tiefen Squat kommst wieder hoch, wo auch immer du bist, wanderst nach vorne, wieder zurück in den herabschauenden Hund, bleibst noch mal einen Augenblick hier. Noch mal langer Rücken. Und dann bring wieder die Knie zur Matte. Und dann bring dein rechtes Bein nach vorne.
So, das heißt, du bringst jetzt entweder wieder dein Bolster unter den Oberschenkel und die Hände auf die Blöcke oder auch gerne einen der Blöcke unter deinen Oberschenkel und dann den anderen Block unter die Hände und dann kommst du in die Drachenposition auf der anderen Seite. Wenn du magst und das für dich in Ordnung ist, kannst du natürlich immer auch tiefer kommen. Du kannst auch hier mit den Unterarmen auf den Block kommen. Also wenn du die Position kennst, dann feel free, immer deine Variation zu nehmen, die heute für dich am besten passt. Aber nicht immer ist tiefer die bessere Option und deshalb hör wirklich immer auf deinen Körper, auf deine Bedürfnisse. Wir dehnen jetzt die Vorderseite des linken Oberschenkels und gleichzeitig hier auch noch den Hüftbereich so ein bisschen mit, je nachdem, wie deine Hüfte auch steht. Wenn du zum Beispiel ein bisschen mehr auf die Außenkante des rechten Fußkipps hast, du noch mehr auch hier auf der Innenseite des Oberschenkels. Spür einfach deine individuelle Wirkung. Also finde wieder deinen Atemrhythmus. Gleichmäßig durch die Nase ein und aus oder mit Ausatemverlängerung. Und dann mach auch hier dich wieder bereit aufzulösen. Spann wieder ein wenig den Bauchmuskulatur an und schieb dich langsam zurück. Räum deine Hilfsmittel aus dem Weg. Und dann komm auf die linken Zehen, bring den rechten Fuß zurück, komm in die Plank-Position. Bleiben jetzt nicht so lange hier, ist ja eine Yin-Variation. Bring die Knie zum Boden und leg dich ab. Und jetzt kommen wir hier in die Sphinx, sodass wir eine passive Rückbeuge jetzt haben. Du kannst dazu die Unterarme auflegen auf der Matte. Das heißt also, du legst die Hände auf und alles ist parallel. Du kannst aber auch die Hände verschränken und dadurch die Ellbogen etwas mehr in die Matte drücken. Du kannst auch generell hier die Arme so zusammenlegen. Du kannst auch generell ein bisschen tiefer kommen. Wenn du sagst, es ist mir zu viel Kompression im unteren Rücken, dann schieb die Ellbogen etwas weiter nach vorne. Auch hier gilt wieder, finde deine Variation. Du kannst auch die Ellbogen aufstützen, die Hände so zusammenlegen in der Gebetshaltung und dann zum Beispiel die Stirn hier auf die Daumenknochen legen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Stützt ein wenig den Nacken, massiert so ein wenig auch das dritte Auge. Und dann entspann dein Gesäß. Du kannst ein klein wenig den
Bauch angespannt lassen, wenn dir das hilft im unteren Rücken. Und lass so viel los, wie es für dich möglich ist. Auch hier wieder ganz individuell. Lass die Füße entweder zusammen oder nimm sie weiter auseinander. Auch hier wieder überprüfe, wie es sich anfühlt. Wir wollen jetzt eine Kompression im unteren Rücken, aber sie soll nicht zu doll sein, denn im Yin-Yoga üben wir ja immer bei einer Skala von 1 bis 10, maximal bei 7. Denk wieder daran, wenn du dich eingerichtet hast, an deine Atmung. Entweder gleichmäßig durch die Nase ein und aus oder Ausatemverlängerung. Und dann mach dich auch hier wieder bereit, die Übung aufzulösen. Und dann kannst du dich für einen Augenblick mal kurz vorsichtig nach vorne gleiten lassen, ne, und mal die hinteren, also Unterschenkel anziehen und dann Scheibenwischer machen. Das entschafft noch ein wenig Entlastung im unteren Rücken. Und dann stoß dich vorsichtig wieder nach oben mit einem ganz runden Rücken, ganz langsam runder Rücken, runder Rücken. Und dann komm zurück und dann setz dich nochmal für einen Augenblick in den Fersensitz. Kannst auch gerne, wenn du jetzt das Gefühl hast, du brauchst noch ein bisschen runden Rücken, dann leg dich für einen Augenblick hier in die Kindesposition mit dem runden Rücken. Du kannst auch gerne die Hände dann auf dem Rücken so ablegen und festhalten. Tief ein- und ausatmen oder eben du bleibst, wie gesagt, mit neutralem Rücken im Fersensitz für ein paar Minuten, schließ die Augen. Spür wirklich jetzt erstmal nach. Wie fühlt sich jetzt diese Yin-Yoga-Runde im Vergleich zu vorher, zu der Bewegungs- und eher aktiven Yang-Yoga-Runde an? Und jetzt, wenn du mehr Zeit hast und gerne noch länger üben möchtest, das noch einmal durchmachen möchtest, dann komm doch jetzt wieder an den Anfang der Matte, stell dich nochmal auf und dann machst du dir erst den Yang-Bewegungsablauf und gehst dann mit dem linken Fuß zurück und wiederholst die Abfolge noch einmal Yang auf der linken Seite und auch Yin auf der linken Seite. Und wenn es für heute gut ist und du sagst, das war jetzt für mich genau richtig, wir wollten nur eine kurze Praxis, dann komm jetzt ins Liegen
Ganz langsam leg dich auf den Rücken ab. Und dann kannst du mal die Knie anziehen, kannst hin und her schaukeln. Kannst auch kreisende Bewegungen machen. Und so schön den unteren Rücken nochmal massieren auf der Matte. Richtung wechseln. Kannst nochmal die Füße aufstellen und nochmal eine Hand auf den Bauch, eine Hand auf den Brustkorb und ein letztes Mal die ganz bewusste Atmung. Entweder gleichmäßige Ein- und Ausatmung oder Ausatemverlängerung. Nimm dabei auch jetzt nochmal ganz bewusst wahr, wie sich Bauch und Brustkorb mit der Einatmung heben und wie sie sich wieder absenken mit jeder Ausatmung. Nimm auch ein letztes Mal wahr, wie jetzt dein Körper hier liegt, wie sich das anfühlt, wie du wieder alles loslassen darfst, wie du getragen wirst von der Unterlage. Und du kannst jetzt entweder einfach nur die Arme neben deinen Körper legen, Handflächen nach oben oder unten. Oder du lässt auch die Füße ausgleiten, machst dich ganz lang, schiebst nochmal die Beine raus aus den Hüften und legst dich dann ab in Shavasana. Und dann beginne nun deine Atmung wieder zu vertiefen. Komm mit dem Bewusstsein zurück in deinen Körper. Bewege vorsichtig Hände und Füße. Wenn du magst, kannst du dich auch recken und strecken. Gerne kannst du jetzt deine Knie nochmal anziehen, zur Brust ein Päckchen machen und dann roll dich auf eine Seite. Bedanke dich bei dir selbst, dass du heute zu dieser Yoga-Praxis erschienen bist und dass du dich selbst zur Priorität gemacht hast.
Nutze deine obere Hand, um dich langsam nach oben zu stoßen. Lass die Augen noch einen Augenblick geschlossen. Komm nochmal in einen Sitz, kreuzbeinig, Fersensitz, wie es für dich passt. Und nimm ein letztes Mal wahr, wie es dir jetzt geht. Was hat sich verändert zum Beginn dieser Praxis? Nicht bewerten, einfach nur wahrnehmen. Und dann schenk dir zum Abschluss noch ein inneres Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann kannst du die Augen wieder öffnen. So, willkommen zurück nach dieser Yin- und Yang-Praxis mit Katze Sam heute. Die ich nicht vertreiben wollte von ihrem Schlafplatz. Und bitte, wie gesagt, entschuldigt dieses Puff mit dem Mikrofon. Also ich habe nicht bedacht, dass das so ein rutschiges Oberteil ist, was irgendwie nicht wirklich geeignet ist, dieses Mikrofon am Platze zu behalten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich bedanke mich wirklich sehr, dass ihr hier wart. Und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute und verabschiede mich mit einem Luka Samasta Sokino Bhavantu. Wenn dir diese Praxis gefallen hat, freue ich mich über ein Like und natürlich auch, wenn du diesen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Deine Yvonne.